Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Rathaus. Mein Name ist Margit Laufer und ich freue mich, dass ich Sie heute durch diesen Abend begleiten darf. Was braucht es für ein gelungenes Zusammenleben? Was braucht eine lebenswerte Stadt wie Thulen? Da hat wahrscheinlich jeder von Ihnen eigene Anforderungen, eigene Erwartungen und eigene Ideen. Und das ist auch gut so, dass jeder ein bisschen eine andere Vorstellung davon hat. Einer der gefragtesten Sprecher im deutschsprachigen Raum, Professor Dr. Gerald Hütter, wird heute Abend dazu sprechen. Denn eines ist klar, wenn Menschen zusammenkommen, dann kann etwas entstehen. Etwa eine Stadt des Miteinanders, wie hier in Thulen. Die Stadt des Miteinanders, das ist eine Idee, die Thulen schon seit längerem beschäftigt. Seit 2011 gibt es das Netzwerk Nachbar, das auch ausgezeichnet wurde. Jedes Jahr werden bis zu 30 Projekte unterstützt, unter anderem, das kennen Sie wahrscheinlich, die Grätzlfeste werden da auch unterstützt. Und auch 2019 werden wieder Helden der Herzen gesucht. Jetzt will man diese Initiative, die Stadt des Miteinanders, etwas verbreitern und weiterentwickeln und auf eine ganz neue Stufe stellen. Und welche Intention hinter der Stadt des Miteinanders steht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bitte Bürgermeister Peter Eisenschenk zu mir. Und darf um einen Applaus bitten. Schönen guten Abend, Herr Bürgermeister. Die Stadt des Miteinanders Thulen, eine Initiative mit welcher Intention? Zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und begrüße Sie sehr im Namen der Stadtgemeinde. Die Stadt des Miteinanders ist etwas, womit wir in Tagen wie diesen vielleicht gar nicht so sehr rechnen, ein zutiefst politisches Projekt. Polis kommt von Gemeinschaft, Polis kommt von Staat und Politik und Polis gehört zusammen. Und ich zitiere den Benediktiner Anselm Grün, der sagt, es ist die ureigenste Aufgabe der Politik, die Gemeinschaft zu fördern, damit ein Miteinander entstehen kann und dass durch dieses Miteinander die Zukunft der Gemeinschaft gesichert ist. Und das ist der Überbau. Und in der weiteren Folge geht es darum, Impulse zu setzen, Rahmen zu schaffen, dass die Menschen erkennen, dass bewusst wird, dass es einem selbst besser geht, wenn man aufeinander zugeht. Und wenn man sich darüber bewusst wird, warum das gerade in Thulen passiert, dann entwickelt das auch die Stadt positiv weiter. Man beschäftigt sich sehr viel mit der Frage, in welcher Gemeinschaft wir denn leben wollen. Die Frage gebe ich gleich an Sie weiter. In welcher Gemeinschaft wollen denn Sie leben in Thulen? In einer Gemeinschaft, wo grundsätzlich die Haltung vorhanden ist, ich suche das Miteinander, ich gehe auf andere zu und weniger eben, ich möchte mit anderen nichts zu tun haben. Weil auch die Psychologie hier eine klare Botschaft hat, die erste Variante ist die bessere. Das Miteinander stärkt, das Miteinander macht gesund und das geht hin bis zu einer wirtschaftlichen Prosperität. Und der Gerald Hütter wird, Herr Professor Hütter, wird uns dann ja in seiner profunden Art und Weise das genau erklären, wie es funktioniert. Und ich darf ausnahmsweise, obwohl du ja dann selbst hier sprechen wirst, dich zitieren. Er sagt ja, wenn Menschen, die unterschiedlich sind, beginnen aufeinander zuzugehen, sich zu ergänzen, dann geht das bis hin zu einer wirtschaftlichen Prosperität und das ist auch unser Ziel. In den Vorgesprächen haben wir auch darüber gesprochen, dass Thulen eine Stadt ist, wo immer mehr Menschen herkommen, nicht nur um hier zu arbeiten, sondern auch um hier zu leben. Wie sind sozusagen die Rahmenbedingungen für das Leben miteinander in Thulen? Also den Kern des Zusammenlebens trägt ja jeder in sich selbst. Jeder trägt seine Geschichte, seine Verletzungen, seine innere DNA, wie man so möchte. Aber wenn er in eine Gemeinschaft kommt, die das fördert, diesen Zusammenhalt zu suchen, dann ist er, so denke ich, in Thulen sehr gut aufgehoben. Wir haben ein
soziales Klima, das noch immer einer Kleinstadt entspricht, wenngleich wir keine Kleinstadt mehr sind. Wir sind höchst urban, höchst wirtschaftlich entwickelt. Und ich denke, dass es hier, der Lebensraum auch von den äußerlichen Gegebenheiten so gestaltet ist, dass man miteinander verweilt und miteinander lebt. Dass Herr Professor Hütter heute hier spricht, das ist kein Zufall, sondern diesem Vortrag heute geht eine Geschichte voraus, denn die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Thun und Professor Hütter hat schon vor längerer Zeit begonnen. Wie hat sie begonnen? Es war ein Versuch, einer von vielen Versuchen, die wahrscheinlich weltweit gestartet werden, den Gerald Hütter als Referent in seine Stadt zu bringen. Und ich habe ihm gesagt, dass sein Buch Kommunale Intelligenz hervorragend zu dem passt, was wir schon machen. Und das wollte er überprüfen. Und so hat er uns eingeladen, nach Salzburg zu kommen. Er hat mir da eine Aufgabe gestellt, wenn ich es schaffe, mit einem Autobus voller Interessenten nach Salzburg zu kommen und mit ihm da eine Gesprächsrunde gestaltet, dann ist er dabei und das haben wir geschafft und wir sind voller Ideen dann von Salzburg nach Hause gefahren und so ist es entstanden. Und heute sind mehrere Autobusse da, wenn man das übertragen möchte. Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Professor Dr. Gerald Hütter ist einer der bekanntesten Hirnforscher unserer Zeit. Seine Vorträge sind meist binnen weniger Tage ausverkauft und auch auf YouTube erreichen seine Vorträge unzählige Klicks. Sie werden ganz, ganz oft angesehen. Er ist Biologe und war als Professor für Neurobiologie in Forschung und Lehre an der Universität in Göttingen. Jedes Kind ist hochbegabt oder wie Träume wahr werden, das sind nur zwei Titel der vielen Bücher, die Gerald Hütter geschrieben hat. Mit der Akademie für Potenzialentfaltung kümmert er sich um die Umsetzung der Erkenntnisse, die er gewonnen hat und die will er jetzt auch mit uns teilen. Unter dem Titel Leben in der Stadt, besser gemeinsam als einsam. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Gerald Hütter. Ja, also ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin das erste Mal in Tulln und ich bin ziemlich begeistert, obwohl das Wetter so schlecht ist. Ich war heute mit meiner Frau in den Gärten, also in Deutschland sagt man in den Gärten, hier sagt man in die Garten. Und es hat mir unglaublich gut gefallen, wie dort so eine Führungskraft uns beide als einzige Besucher dort herumgeführt hat im Regen und uns gezeigt hat, wie man mit unglaublicher Kompetenz und gärtnerischer Erfahrung einen solchen Garten anlegen kann, der allen Menschen zeigt, wie eigentlich das Zusammenleben funktionieren sollte. Es geht nämlich auch im Garten um das Gleiche, nämlich dass die Pflanzen so miteinander interagieren können, dass sie sich nicht gegenseitig behindern, sondern dass sie einander befruchten. Und ich bin ja nun Hirnforscher und habe mein ganzes Leben lang eigentlich mit der Frage verbracht, herauszufinden, was Menschen brauchen, damit die in ihnen angelegten Talente und Begabungen oder dieses wunderbare Potenzial, was sie damit auf die Welt bringt, damit sich das auch wirklich gut entfalten kann. Das ist die spannendste Frage, die es überhaupt gibt. Nämlich ist das, was wir da so wie sie jetzt hier alle sitzen, ist das schon alles oder könnte da noch was? Ja, und das ist in der Vergangenheit irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden oder man könnte auch sagen, es ist ideologisch benutzt worden, indem man den Leuten eingeredet hat, da geht nicht mehr viel.
Also das muss man dann auch mal so ehrlich sagen. Solche wissenschaftlichen Theorien, an die wir dann alle so glauben, die kommen nicht ohne Grund in die Welt, sondern die haben auch immer eine Funktion. Und dann denken wir immer, Wissenschaft sei ganz objektiv. Ich fürchte, dass wir uns von der Vorstellung allmählich verabschieden müssen, sondern Wissenschaftler sind auch nur Menschen und die sind Menschen ihrer Zeit und die entwickeln Theorien, die passen dann eben ausgezeichnet in ihre Zeit. Also nehmen wir so eine einfache Theorie wie den Darwinismus und der ist ja dann so auch von Wissenschaftlern interpretiert worden, dass jeder Mensch, also dass der eine des nächsten Feind ist und dass jeder sehen muss, wo er bleibt und dass es ohne Wettbewerb keinen Fortschritt gibt und dass deshalb die Auslese der Besten, dass das schon in der Natur überall zu beobachten ist und dass ohne so eine Konkurrenz und Auswahl und so einen Wettbewerb es eigentlich gar keinen Fortschritt geben kann. Das ist ja, haben wir alle in der Schule gelernt, haben wir alle so begründet bekommen mit dem darwinistischen Erkenntnissen und so waren ja dann auch unsere weiteren Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Schule und in der Ausbildung und später im Beruf. Die Besten setzen sich durch und die es nicht packen, die haben es halt nicht drauf gehabt. Wenn Sie jetzt nur mal ganz kurz sich überlegen, dass der Mensch aber das einzige Lebewesen auf der ganzen Welt ist, das seine eigene Lebenswelt erst erzeugt. Also das, wo wir leben, ist nicht mehr die Natur, sondern das ist ja etwas, was wir selbst erst hervorgebracht haben. Städte, Wirtschaftssysteme, Kulturkreise. Wenn man das so rum betrachtet, dann stellt man fest, dass wir in einer Welt leben, die wir selbstständig verändern. Ja, und in einer solchen Welt, in der wir alles selber verändern, ist es natürlich total bescheuert, wenn man dann diejenigen ausliest, die am besten an diese Welt angepasst sind. Dann müsste man ja vielmehr diejenigen auswählen, die sich am besten an die Veränderung dieser Welt anpassen können, die da ständig von uns erzeugt werden. Das heißt, man müsste nicht Wettbewerb machen, wer der Beste ist für diese einmal entstandene Welt, jetzt hier heute in Tulln, sondern man müsste der Frage nachgehen, wie man es schaffen kann, dass man das Zusammenleben in Tulln so gestaltet, dass man gemeinsam diese Welt in Tulln so verändert, dass es für alle gut ist. Da können Sie keinen Wettbewerb mehr gebrauchen. Da geht es nicht mehr darum, wer jetzt in Tulln am besten weiß, wie es geht, sondern da brauchen Sie die Erfahrungen eines jeden Bürgers und Sie brauchen eine Art des Zusammenwirkens, sodass diese unterschiedlichen Erfahrungen, das unterschiedliche Wissen und all das, was die Menschen hier in Tulln im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, dass das zusammenfließen kann und aus diesem gemeinsamen Pool von Erfahrungen kann dann etwas werden, dass wir dann ein Konzept nennen, wie wir die Stadt Tulln weiter zur Entfaltung bringen wollen. Und das können Sie niemals in einer Welt in Tulln, wo einer meint, er wüsste es besser wie der andere und die einen setzen sich dann auf Kosten der anderen durch. Das erzeugt viel zu hohe Reibungsverluste und Sie merken schon, ich sage hier immer Tulln, ich könnte auch sagen Österreich, könnte auch sagen Deutschland oder Amerika oder was auch immer. Das heißt, wir leben in einer Welt im Augenblick, in der wir enorm hohe Reibungsverluste erzeugen, weil wir meinen, es käme darauf an, dass sich die Besten durchsetzen. Und die Hirnforschung in den letzten 20 Jahren hat das eigentlich völlig ad absurdum geführt. Es geht gar nicht darum, dass sich die Besten durchsetzen, sondern dass wir uns gegenseitig helfen, die in uns angelegten Talente und Begabungen zur Entfaltung zu bringen. Und auf einmal stellen wir fest, wir haben uns dann auch mit bestimmten Vorstellungen geirrt, die wir im vorigen Jahrhundert auch alle noch geglaubt haben. Zum Beispiel mit der Vorstellung, dass sowas wie Intelligenz angeboren ist und dass es da genetische Programme gibt, die dazu führen, dass man ein besseres oder ein schlechteres Hirn kriegt. Das
kann man sich gegenseitig einreden, aber wenn man dann mit wirklich wissenschaftlich exakten Verfahren rangeht, stellt man fest, dass das so nicht funktioniert. Es gibt kein einziges Programm, was diese komplexen Vernetzungsstrukturen im Hirn mit Milliarden von Nervenzellen, die sich da miteinander verknüpfen sollen, durch ein Programm festlegt. Das geht überhaupt nicht. Das ist viel zu kompliziert. Solche komplizierten genetischen Programme gibt es gar nicht. Und dann muss man sagen, okay, dann ist das offenbar bei uns Menschen anders gelöst worden. Und die Antwort heißt ja, dass die genetischen Programme, die wir haben als Menschen, unterscheiden sich von denen der Tiere darin, dass da eben möglichst wenig festgelegt wird. Möglichst wenig von Anfang an Vernetzungen sozusagen definitiv herausgeformt wird, sondern dass das möglichst lange alles offen gelassen wird, damit möglichst viel gelernt werden kann. Und das wiederum ist die Voraussetzung, dass man mit seinem Hirn, wenn man hier nun groß wird, nicht nur in dieser Familie zurechtkommt und in Tulln zurechtkommt, sondern wenn man woanders groß geworden wäre mit denselben genetischen Anlagen, zum Beispiel im amazonischen Regenwald oder bei den Inuit im Polarkreis, hätte es dafür auch gereicht. Das heißt, man hat so viele Möglichkeiten, dass man je nachdem, was man dann braucht für Vernetzungen, dass diese Vernetzungen dann aus diesem riesigen Überschuss an Optionen herausgebildet werden kann und dann kriegt man das Hirn, was man dort braucht, wo man groß wird. Und das ist überall anders. Und weil Menschen überall auf der Welt Kinder haben, die, wo immer die Erwachsenen leben können, die Kinder das auch lernen, dort zu leben, konnten wir den ganzen Erdball besiedeln. Das wäre mit festen Programmen nicht gegangen. Mit festen genetischen Programmen, die festlegen, was man sozusagen an Vernetzungsstrukturen in seinem Hirn aufbaut. Das unterscheidet uns ganz dramatisch von den Tieren, weil es sagt, dass wir mit einem viel größeren Potenzial ausgestattet werden, von der Natur her oder von den genetischen Programmen ausgehend, als wir tatsächlich es brauchen. Das ist doch toll. Das ist fast biblisch. Jeder von uns bringt so einen riesigen Schatz mit auf die Welt und dann bleibt eine Kümmerversion davon übrig in seinem Hirn. Also kann man ja noch mal kurz durchgehen, dann hat man schon vorgeburtlich hat man viel zu viele Nervenzellen. Ein Drittel mehr, als Sie jetzt alle noch in der Birne haben, hatten Sie schon mal, bevor Sie auf die Welt gekommen sind. Da hat das Hirn unterwegs gemerkt, dass das nicht nötig ist, das war zu viel. Man könnte auch sagen, die genetischen Programme haben hier mehr bereitgestellt und haben das überschätzt, was da wirklich gebraucht wird. Und dann geht es ja nicht nur um die Nervenzellen, es geht ja dann auch um die Vernetzungen. Und dann sind auch vor der Geburt schon Vernetzungen aufgebaut worden, und zwar reichhaltig und in Überfülle, wohl weil das Gehirn nicht wusste, was jetzt kommt, macht es eben viel mehr. Und dann plötzlich hat es irgendwo angefangen zu zucken. Dann hat das Hirn, man könnte fast sagen, dann hat das Hirn beim Reifeprozess vor der Geburt gemerkt, dass es außerhalb des Hirns noch was gibt, was zuckt. Weil diese Muskeln am Arm dann so weit waren und die Verbindungen da hochgereicht haben und dann ist da oben immer wieder ein Erregungsmuster entstanden, weil der Arm so blöd gezuckt hat. Und das hat dem Hirn dann nicht so gut gefallen, das erkläre ich nachher noch, was das wirklich heißt. Und dann ist eine Lösung gesucht worden, dass dieses Gezucke sozusagen nicht so hingenommen werden muss. Und dann heißt es, das Hirn hat eine Lösung gefunden, um das Zucken zu lenken und zu steuern. Und daraus ist eine Bewegung geworden. Und aus dieser Bewegung heraus hat das Hirn gelernt, wie es diese Muskeln alle so koordinieren muss, dass das Kind am Ende der Schwangerschaft, wenn es Lust drauf hat, einfach den Daumen in den Mund steckt. Das ist gelernt. Das ist nicht durch genetische Programme festgelegt worden oder durch einen lieben Gott. Das ist gelernt aus der Überfülle heraus anhand der Struktur, die da war. Und da die Arme nur so zu knicken gehen und der Daumen auch nur so, konnte das Hirn gar nichts anderes lernen, als das so zu machen. Aber es hätte die Kapazität gehabt,
Also es wäre allemal möglich gewesen, mit dem, was das Hirn so an Vernetzungspotenzial hatte, hätte das Gehirn kein Problem gehabt, auch zu lernen, wie man den Daumen hintenrum und so in den Mund steckt, wenn der so lang gewesen wäre und sich so hätte knicken lassen. Das heißt, es ist einfach unglaublich schön, das Hirn strukturiert sich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Muster. Das Hirn lernt sozusagen, sich selbst so zu gestalten, seine eigenen Netzwerke so aufzubauen, wie das notwendig ist, um diesen Körper zu steuern. Und da jetzt jedes Kind und Sie alle, wie Sie hier sitzen, schon zum Zeitpunkt vor der Geburt einen unterschiedlichen Körper hatten, das mag man dann sagen, ist genetisch, hat auch jedes Hirn von Ihnen vor der Geburt schon gelernt, genau diesen Körper, so gut es nur irgendwie geht, zu lenken und zu steuern. Nicht nur die Arme und die Beine, auch die ganzen inneren Organe, auch die Haut, Herz-Kreislauf-System und was noch alles. Und damit sind wir alle auf die Welt gekommen mit einem Hirn, was sich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster ja erst vorgeburtlich strukturiert hatte und was deshalb hundertprozentig und total optimal zu diesem Körper passt. Das ist großartig. Jeder ist richtig, so wie er auf die Welt kommt. Nicht schlechter, nicht besser, sondern genau richtig, weil er passt mit seinem Hirn genau zu seinem Körper. Und ja, und dann wächst man halt in diese Familie rein. Und dann sind es nicht mehr so sehr nur noch die aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster bei den Kindern, die nun lange noch Zeit haben, auch noch zu krabbeln und zu kriechen und zu greifen und ihren Körper zu benutzen und die noch nicht so schnell früh gefördert werden, ist das dann noch eine längere Zeit, wo die über den eigenen Körper dann auch ihre Hirne strukturieren. Aber sie wachsen dann ja eben alle in irgendwelche Familien hinein. Und da ist das schon ein Unterschied, ob ich in dieser Familie groß werde oder in jener. Und dann kann jedes Kind sehr früh schon spüren, was Mama und Papa wichtig ist und was Mama und Papa nicht so wichtig ist. Und dann entstehen bestimmte Muster, die also die Erwartungen der Erwachsenen mehr oder weniger gut erfüllen und die werden dann ins Hirn gebaut und dann passt jedes Kind mit seinem Hirn nicht nur zu seinem eigenen Körper, sondern auch noch zu Mama und Papa und deren Vorstellung eine Zeit lang. Ja, und wenn es dann in Tulln groß wird, passt es auch noch nach Tulln, weil es sind dann auch noch andere Tullner, die auch noch bestimmte Vorstellungen haben. Aber also in Deutschland würde man sagen, wenn es dann in Göttingen groß geworden ist, passt es nicht automatisch nach München. Und so ist das dann auch unterschiedlich und das ist auch in Ordnung so. Und damit können wir auf einmal so ein bisschen besser verstehen, wie wir so werden, wie sich das alles herausbildet. Und wir können sagen, wenn es noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gegeben hätte, noch ein bisschen was anderes als nur diese Familie und diese Stadt und diesen Bekanntenkreis und diesen Kindergarten und diese Schule kennenzulernen, hätte auch noch ein bisschen mehr da oben sich vernetzen können. Und dann muss man sagen, je mehr sich da an Vernetzungen stabilisieren kann, anhand der Erfahrungen, die man dann in solchen etwas komplexeren Welten macht, desto kompetenter werden diese jungen Leute, sich dann später auch in komplexen Welten wieder zurechtzufinden. Also es geht eigentlich nicht so sehr um die Aneignung von Wissen, sondern es geht eher um die Möglichkeit, die man Kindern bieten muss, möglichst unterschiedliche Erfahrungen in immer wieder neuen und unterschiedlichen Situationen zu machen, damit die entsprechenden Netzwerke da im Hirn verankert werden und sie dann später, wenn mal wieder so eine ähnliche Situation entsteht, sie dann dafür auch eine Lösung haben, auf die sie zurückgreifen können, weil sie das schon mal irgendwann so ähnlich gelernt haben. Und so gehen Kinder in die Welt und das ist ja ganz großartig und lernen in den ersten zwei Lebensjahren eigentlich wie die Verrückten. Das haben sie alle, haben wir alle hinter uns. Man lernt in den ersten zwei, drei Lebensjahren so viel wie nie wieder im Leben. Also schon alleine auf zwei Beinen, sich so ganz alleine vorwärts zu bewegen, das muss der helle Wahnsinn sein.
kann ich mich jetzt auch nicht mehr so gut dran erinnern, wie das vorher war, aber schon die Vorstellung, dass das mit dem Gleichgewichtssinn den ganzen Körper regulieren muss und dass das nur auf diesen zwei Füßen passiert, das ist unglaublich. Dass man dann später damit noch lernt, Fahrrad zu fahren und zu rennen und so, das ist alles relativ einfach gemessen an der Tatsache, dass man überhaupt erst mal sich aufrecht hinstellen kann und laufen kann. Und noch deutlicher wird das beim Erlernen der Sprache. Da brauchen die Kinder im Allgemeinen ein Jahr dazu, um aus dem Nichts heraus eine Sprache zu sprechen, diese Muttersprache. Das ist ein Wunder. Unglaublich. Also die können noch nicht mal die Zunge so verbiegen, dass da ein vernünftiger Laut rauskommt am Anfang. Und am Ende dieser Zeit können die das genau nachsagen. Wenn die Mama das sagt, die Mama Apfel, und dann sagt das Kind auch Apfel. Wow. Und dann sagt es ganze Sätze. Und das heißt, da wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Nichts heraus eine ganze Sprache gelernt. Da ist, meine Damen und Herren, das Erlernen einer Fremdsprache später Peanuts, gemessen an dem, was der während der ersten zwei Jahre schon sozusagen locker, und zwar ohne pädagogische Bemühungen, von allein geschieht. So, und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich gerne mit Ihnen heute ein bisschen hin will, nämlich bei der Frage, warum hört denn das jetzt auf? Also was bringt denn jetzt Kinder dazu, diese wahnsinnige Begeisterung an dem, was es da alles zu entdecken und zu gestalten gibt und was man alles lernen kann, was bringt Kinder dazu, dass die da also irgendwann nicht mehr so viel lernen wie vorher? Die Antwort heißt, es muss irgendwie so sein, dass die Kinder anfangen, ein Problem zu bekommen, was ihnen mehr zu schaffen macht und was dazu führt, dass das Problem ihre Aufmerksamkeit so sehr gefangen nimmt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, alles so offen und so unbefangen zu lernen wie vorher. Und das Problem, was diese Kinder alle haben, ist eins, was wir ihnen machen. Also es ist das Problem, dass sie irgendwann merken, dass es uns nicht so ganz hundertprozentig immer gefällt, wenn sie so ganz alleine aus purer Freude und Lust lernen, sondern dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, was sie lernen sollen und wie sie das lernen sollen und worauf es dabei ankommt. Das heißt, wir machen diese Kinder, ob wir das jetzt wollen oder nicht, über kurz oder lang, meist ab dem dritten Lebensjahr, in einer sehr eindeutigen Weise zum Objekt unserer Bemühungen. Also wir rauben ihnen das Gefühl, dass sie alleine die Gestalter ihres eigenen Lernprozesses sind. Das ist ein Subjekt. Also wenn ich mich als Subjekt erlebe, erlebe ich mich als Gestalter meines eigenen Lernprozesses. Und alles, was ich da lerne, habe ich selber mir erarbeitet. Die Sprache und das Gehen auf den zwei Beinen. Alles alleine gegangen. Ich habe das gemacht, weil ich es unbedingt wollte. Und ich habe das aus dem Gefühl heraus gemacht, dass ich das kann, weil dieses Gefühl, dass ich mich entfalten kann, habe ich schon aus dem Mutterleib mitgebracht. Das ist eine dieser großen Grunderfahrungen, dass man ja in eine ganze lange Zeit ständig weiter gewachsen ist und über sich hinaus gewachsen ist und immer mehr dazugelernt hat und immer autonomer geworden ist. Später wird man dann sagen, das ist dieses Gefühl von Freiheit und Autonomie, was wir alle als Menschen brauchen und wo wir eine Sehnsucht danach haben, die nie vergeht. Und dann haben wir auch in dieser Zeit alle diese unendliche und unzerstörbare Verbundenheit gespürt zu dieser anderen Person oder zu diesen anderen Personen. Zumindest während der ersten 9 Monate im Mutterleib waren wir so eng mit einer anderen Person verbunden, wie es gar nicht enger geht. Und aus dieser Erfahrung heraus erwächst dann die Erwartungshaltung, dass das dann da draußen in der Welt so weitergeht, dass wir da draußen auch wieder Menschen finden, mit denen wir uns so unglaublich verlässlich verbunden fühlen dürfen. Und gleichzeitig wachsen. Beides haben wir ja erlebt, dass das geht. Ja, und dann kommt einer und zerstört uns beide
Gefühle gleichzeitig. Dass wir dazugehören, das geht automatisch kaputt, wenn ich Ihnen sage, jetzt will ich aber nicht, dass Sie auf Bäume klettern, sondern Sie haben jetzt Vokabeln zu lernen oder was? Schreiben, lesen, irgendwas. Dann haben Sie nicht mehr das Gefühl, dass Sie mit mir eng verbunden sind, sondern dann mache ich Sie zum Objekt meiner Vorstellungen und Absichten und Ziele und Bewertungen und später auch noch meiner Maßnahmen und Anordnungen, was alles noch so kommen mag. Und gleichzeitig hat jeder, dem das geschieht, der da plötzlich erleben muss, dass er zum Objekt gemacht wird, auch nicht mehr das Gefühl, dass er jetzt autonomer Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist. Denn weil jetzt muss er ja das machen, was der andere sagt. Das ist eine schwere Vernetzung und die haben wir alle hinter uns gebracht. Herzlichen Glückwunsch, wir leben noch. Ja, weil normalerweise würde man an sowas sterben. Das ist eine der schlimmsten Verletzungen, die man überhaupt erleben kann. Im Hirn, das sieht man auch dann noch heute bei erwachsenen Männern, kann man das sogar noch nachweisen, wenn man einen Mann in so eine Situation bringt, wo der spürt, dass er nicht zeigen kann, was er drauf hat und das machen muss, was andere ihm sagen und wo er dann ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft, wenn er das nicht macht, dann werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen erleidet. Und da fängt es an, wirklich spannend zu werden. Weil das bedeutet, dass das Hirn zur Signalisierung einer gestörten Beziehung mit anderen die gleichen Netzwerke benutzt, die es auch benutzt, um eine gestörte Beziehung im Inneren des Körpers zu signalisieren. Das heißt, dem Hirn ist die Integrität des eigenen Körpers genauso wichtig wie die Integrität und die Eingebettetheit in das soziale System, in dem man lebt. Dem Hirn ist das Soziale genauso wichtig wie das Körperliche. Das ist ein heller Wahnsinn. So, und wenn das jetzt so ist, dass das beides so furchtbar verletzt wird, dass das dann so wehtut, als wäre man geprügelt worden, dann muss man dann eine Lösung finden. Und jetzt können wir uns ja alle nachher in der Pause und wenn wir nach Hause gehen, beglückwünschen. Wir haben ja alle so eine Lösung gefunden, sonst wären wir ja gestorben. Und die Lösungen, die kennen wir auch alle, sind ja auch ganz in Ordnung. Man kann, wenn man von anderen zum Objekt gemacht wird und das so wehtut, dann kann man zum Beispiel sehr gut einfach den anderen auch zum Objekt machen. Und dann sagt man einfach, wenn die Mama sagt, jetzt zieh dir endlich deine Bluse an, dann sagt man, blöde Mama. Dann sind sie quitt, die zwei. Ja, die Mama hat das Kind zum Objekt gemacht, das Kind hat die Mama zum Objekt gemacht, aus die Maus. Ja, und die haben dann aber auch nichts mehr miteinander und voneinander zu lernen. Die sind in unsere Kultur angekommen, würde man sagen. Das Kind hat dann gelernt, dass es gut ist, wenn man dann sich da wehrt, indem man den anderen auch zum Objekt macht. Manche Kinder lernen das im Kindergarten dann besonders gut. Die werden dann die Anführer und benutzen ständig die anderen Kumpels, Mädchen und Jungs, um ihre eigenen Absichten und Ziele zu verfolgen. Also die kleinen Anführer, die es da in den Kindergartengruppen gibt und die das am besten gelernt haben, wie man andere Leute vor seinen eigenen Karren spannt und die zum Objekt seiner eigenen Absichten und Ziele macht. Das sind dann die Führungskräfte in der Wirtschaft und in der Politik. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen deshalb, weil das nicht ein Zeichen von Stärke ist, wenn man andere zum Objekt macht. Sondern es ist ja also die Notlösung, die man gefunden hat, weil es nicht anders ging. Es ist auch keine Schuld. Wir haben das alle irgendwie so machen müssen. Keiner hat dem Ganzen irgendwas anderes entgegensetzen können, weil es gehört in diesen Kulturkreis. Und es gehört in diesen Kulturkreis deshalb, weil es in diesem Kulturkreis eben üblich ist, dass es welche gibt, die anderen sagen, wo es lang geht. Hierarchie nennt man das. Hat man in Österreich besonders viel Erfahrung damit. So, und dann muss man sehen, wie man da durchkommt und das lernt man dann eben als Kind, indem man eben die anderen auch nicht ernst nimmt und indem man die auch benutzt für seine Zwecke und die dann austrickst und sie zum Objekt von Bewertungen, Absichten und Zielen und Maßnahmen und Belehrungen und so weiter macht. Und dann ist es auszuhalten. Aber, und da will ich ja hin, da entwickelt sich nichts, da geht nichts vorwärts.
Das ist nur so, dass man da immer besser im Laufe des Lebens lernt, wie man das Problem löst, was man da am Anfang des Lebens hatte. Aber als Mensch entwickelt man sich da keinen Zentimeter vorwärts. Mit solchen Strategien kann man möglicherweise auf den Mond fliegen. Aber menschlicher wird man dadurch nicht. Das ist spannend. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe von Leuten, die auch irgendwo nach einer Lösung suchen und nicht so richtig wissen, wie es gehen soll, als kleine Kinder schon. Und die finden die andere Lösung, die auch geht. Man muss ja nicht unbedingt die Mama zum Objekt machen, wenn die einen zum Objekt macht. Man kann auch sich selbst zum Objekt machen. Man kann auch, wenn man zum Objekt gemacht wird von anderen, einfach sagen, ja, hat recht, ich bin zu blöd. Ich bin nicht liebenswert, ich kann kein Mathe, ich bin zu doof. So, und dann tut es auch nicht mehr weh. Dann kommt man dann im Matheunterricht, der Lehrer sagt, das war schon wieder nichts. Sagt man, ja, weiß ich doch, für Mathe bin ich zu blöd. Sind sie auch raus aus der Nummer, ist aber auch keine sehr produktive Lösung, weil sie dann das ganze Leben lang damit beschäftigt sind, sich selber sozusagen zum Objekt ihrer eigenen negativen Bewertung zu machen. So, und deshalb bin ich aber heute nicht hier, um Ihnen das zu erzählen, sondern ich bin hier, um Ihnen zu zeigen, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Und das ist ja das Spannende, dass wir das erste Mal in der Weltgeschichte verstehen, was da eigentlich abläuft. Dass wir das sogar mit Hilfe der Hirnforschung und ihrer wunderbaren computertomografischen Verfahren zeigen können, was da im Hirn abläuft. Und dass wir dann unter Umständen daraus auch Schlussfolgerungen ziehen können, wie wir unser Zusammenleben so gestalten könnten, dass diese schmerzhaften Erfahrungen nicht mehr so häufig auftreten. Die schmerzhafte Erfahrung heißt, ich werde von anderen zum Objekt gemacht. Und das ist eine zwangsläufige Erfahrung, die ich habe in einer Gesellschaft, in der das üblich ist, dass man andere für seine Zwecke benutzt und Entschuldigung, und das ist grundsätzlich immer dann der Fall, wenn man in einer Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft lebt. Dann muss man ja andere überholen, da muss man besser sein als andere, da muss man ja anderen zeigen, dass man es besser drauf hat und da muss man die anderen ja zum Objekt seiner eigenen Bemühungen machen. So, und so war das die ganze Zeit, ist auch alles in Ordnung, kann man nichts dagegen sagen. Wir sind ja da auch relativ, also zumindest technologisch gut vorangekommen und haben auch viel großartige Entdeckungen gemacht, weil das natürlich auch immer in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen ein besonderes Anliegen der Leute war, dass sie da rausgekommen sind aus dieser Nummer. Die haben sich auch alle irgendwie angestrengt, dass sie irgendwie hochgekommen sind aus der Karriereleiter, dass nicht immer alle ihnen sagen konnten, was sie zu tun hatten, sondern dass sie auch mal was zu sagen hatten. Und hoch aus diesen schwierigen Situationen, so weit unten kommt man ja am besten, indem man was Neues erfindet, was entdeckt, irgendwas Neues in die Welt bringt. Und wenn es jetzt diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, wo es immer so von oben nach unten durchgegeben wird, was man zu tun und zu lassen hat, wenn es die jetzt schon seit 10.000 Jahren gibt, nämlich solange die Menschen sesshaft sind und Eigentum angesammelt haben, dann heißt es, dass seit 10.000 Jahren auch Menschen versuchen, indem sie was Neues in die Welt bringen, da hochzukommen auf der Karriereleiter. Und wenn 10.000 Jahre lang Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft sich anstrengen, was Neues in die Welt zu bringen, ja, dann wird die Welt immer reichhaltiger, immer bunter, kommt immer mehr in die Welt. Die wird immer komplexer, am Ende wird sie globalisiert, digitalisiert, alles ist von allem abhängig. Und was geht jetzt nicht mehr in solchen neuen Gesellschaften, wie wir sie heute haben, auch in Österreich? Die hierarchische Ordnungsstruktur funktioniert nicht mehr. Die Anordnung von oben nach unten geht nicht mehr. Und damit entsteht jetzt, weil das ist zu komplex, die Welt ist zu komplex geworden, als dass man die so mit solchen einfachen Regelungen von oben nach unten noch weiter durchorganisieren könnte. Und das bringt jetzt viel Unordnung in die Gesellschaft. Die Menschen merken plötzlich, dass das alles nicht mehr so richtig klappt. Und dann braucht es ja, da weiß man ja Bescheid, nicht so sehr viel, dass da irgendwo einer kommt und erzählt den Leuten, er wüsste jetzt, wie es geht. Und er könnte da wieder Ordnung schaffen. Und der wird dann eben auch gerne als neuer Anführer
angenommen. Und so haben wir plötzlich eine Antwort auf die rechtspopulistischen Strömungen in Europa und auch auf das Phänomen Trump in den USA. Das sind Versuche, es nochmal mit der alten Ordnungsstruktur zu probieren. Das ist die letzte Hoffnung, die viele Menschen haben, dass es irgendwie doch mit der Hierarchie nochmal gehen könnte, dass es doch irgendeinen geben könnte, der für sie sozusagen die Welt organisieren könnte und alles so ordnen könnte, dass es wieder gut wird. Und wir wissen alle, das geht nicht. So funktioniert es nicht, so kann es auch nicht funktionieren, denn diese Hierarchie könnte erst dann wieder funktionieren, wenn die Welt auch wieder so einfach wäre, wie sie damals war, als die Hierarchien noch gegangen sind. Das heißt, damit wir solche einfachen Ordnungsstrukturen, wie sie Herr Trump und die anderen da vorschlagen, wieder einführen können, müssten wir vorher die Welt wieder so simpel machen. Und das geht eigentlich nur noch mit einem richtig schönen, wie wir das bisher ja auch immer schon versucht haben, Krieg. Also wenn man alles zerdonnert hat und alles kaputt gehauen hat, dann kann man wieder von unten aufbauen und da braucht man auch wieder Ordnungsstrukturen und Anführer, die einem sagen, wie man jetzt das zu machen hat. Und da wir das alle nicht wollen, müssen wir uns das andere überlegen. Und da fängt es jetzt an, interessant zu werden. Und nämlich, das heißt, jetzt heißt die Frage, wie müssten wir unser Zusammenleben regeln, wenn es keine hierarchischen Ordnungsstrukturen mehr gibt? Wenn keiner mehr da ist, der uns sagt, wie es geht. Wenn nicht der Bürgermeister von Tulln bestimmt, was in Tulln passiert. Was müsste da passieren? Genau, es müssten die Bürger von Tulln in der Lage sein, ihr eigenes Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Sie müssen in der Lage sein, Verantwortung für das zu übernehmen, was in dieser Stadt passiert. Sie müssten gucken, wer hier was kann, und sie müssten sich gegenseitig helfen, diese in ihnen angelegten Talente und Begabungen, so gut es nur irgend geht, zur Entfaltung zu bringen, und zwar nicht nur zum Wohl dieser Einzelnen, sondern zum Wohl der ganzen Stadt. Und das ist diese andere Kultur, das ist Miteinander. Ja, wenn man aufhört, gemeinsam hinter einem herzurennen, sondern wenn jeder Einzelne gemeinsam mit anderen sich darum bemüht, dass das, was sie alle gemeinsam wollen, am Ende auch gelingt. So, jetzt haben Sie so ein bisschen diesen Rahmen und der Neurobiologe würde sagen, das ist eigentlich nur möglich unter solchen Bedingungen, wo Menschen tatsächlich einander als Subjekte wieder begegnen und sich nicht in einer hierarchischen Ordnungsstruktur gegenseitig zum Objekt machen. Nur unter solchen Bedingungen ist es möglich, dass die in diesen Menschen und auch in diesen Gemeinschaften angelegten Begabungen und Talente und Potenziale zur Entfaltung kommen. Und das heißt sehr konkret, wenn es gelänge, hier in Tulln Menschen dazu zu bringen, dass die einander nicht mehr benutzen, sondern einander anfangen zu begegnen als Subjekte und sich gegenseitig zu unterstützen, dann ist die Entfaltung der in diesen Bürgern und in dieser Gemeinschaft in Tulln angelegten Potenziale unvermeidbar. Bei Potenzialentfaltung ist das Normale. Aber wir Menschen können es mehr oder weniger lange aufhalten, wenn wir aus irgendwelchen Gründen meinen, es anders machen zu müssen, als es fürs Hirn so gut wäre. Und deshalb kann man es jetzt auch nochmal ganz einfach beschreiben, damit es so ganz so in die Hosentasche passt und es jeder mit nach Hause nehmen kann. Wir alle kommen mit einem riesigen Potenzial zur Welt und dann wollen wir das entfalten. Und deshalb gehen wir mit dieser ganzen Neugier und dieser Entdeckerfreude und mit dieser Gestaltungslust und dieser Offenheit in die Welt hinaus als kleine Kinder. Und dann treffen wir ja alle in dieser Welt auf schon vorgefertigte Strukturen, die andere angelegt haben. Die heißen dann Familie, die heißen Kindergarten, die heißen Stadt, die heißen Schule, die heißen Arbeitsplatz, Ausbildung, was immer das sein mag. Jedenfalls sind immer schon Strukturen da, wo man sich mit seiner ganzen Gestaltungslust und Entdeckerfreude hineinentwickeln will. Und da geht es dann eben nicht. Und dann kommt es beim Versuch, sich da in diesen Strukturen zu entfalten, kommt es zu etwas, das nennt man Verwicklung. Dann hat man sich verwickelt.
Also zum Beispiel so eine der übelsten Verwicklungen ist, dass man merkt, es geht nicht, weil man immer dann zum Objekt gemacht wird und dann diese Lösungen, dass man dann andere zum Objekt macht oder dass man sich selbst zum Objekt macht, ja auch nicht so toll sind. Da muss man ja, um das überhaupt auszuhalten, muss man ja seine eigene Freude am Entdecken unterdrücken. Damit sie überhaupt es aushalten, das zu lernen, was andere von ihnen wollen, müssen sie ihre eigene Freude am Lernen, und zwar an dem Lernen, was sie interessiert, das müssen sie unterdrücken. Und das heißt, sie müssen sich eine inhibitorische Verschaltung ins Hirn bauen, die ihre Lernfreude unterdrückt oder ihre Begeisterung am Entdecken und Gestalten. Und wenn sie das hinreichend gut da reingebaut haben, dann ist nicht nur ihre Freude am Lernen futsch, da ist auch ihre Freude am Leben futsch. Und dann haben sie sich verwickelt. Dann passen sie zwar gut in die Schule, aber es ist eben doch ziemlich verwurschtelt im Hirn. Und wenn man sich also bei dem Versuch, sich zu entfalten und dabei in diese vorgefertigten Strukturen gerät und sich dann so verwickelt, dann gibt es am Ende ja nur noch eine Möglichkeit, nämlich, dass man sich dann wieder entwickelt. Also raus aus den Verwicklungen. So, und richtig spannend, weil entwickeln, das, ich kann ja keinen zwingen, dass es sich entwickelt. Jetzt entwickeln sie sich mal endlich. Ja? Nichts da. Und überhaupt wird sich kein Mensch entwickeln, wenn der das nicht selber will. Sie können den auch mit Belohnung und Bestrafung nicht dazu bringen, dass der sich entwickeln will, wenn er sich so verwickelt hat. Ja? Und man kann auch sagen, diejenigen, die am besten sich verwickelt haben und am festesten sich verwickelt haben, die sind auch am besten jetzt in dem System angekommen. Also die da am erfolgreichsten in dem System unterwegs sind, das sind die Verwickeltsten. Die kommen am schlechtesten wieder runter aus der Nummer. Weniger verwickelt sind die, die noch nicht so sehr verwickelt sind, das sind die Jüngeren. Also die so reinwachsen. Also deshalb bin ich da sehr glücklich über viele junge Leute, die jetzt so unverwickelt wie sie sind uns einfach sagen, das ist scheiße, was ihr gemacht habt mit eurer ganzen Klimapolitik. Die wissen auch nicht, wie es besser geht, aber die sagen, das ist Mist. Und das ist auch Mist. Und das kann man aber nur, wenn man jung genug ist. Wenn man dann schon länger da ist und dann auch gar in der Klimapolitik schon es bis zu irgendeiner Stufe gebracht hat, dann wird man sagen, ja, aber da muss man auch noch dieses bedenken und jenes bedenken und das noch und jenes. Und dann kriegt man auch nichts mehr gebacken. Dann ist man verwickelt. So. Und wenn man jetzt fragt, wie könnte man denn aus dieser Verwicklung wieder raus, gibt es eigentlich nur eine einzige Antwort. Da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Und es gibt nur eine einzige Antwort und die heißt, da kommt man nur wieder raus, wenn man es selber will. Und dann heißt die nächste Frage, wie kann denn das gehen, dass einer das selber will, verwickelt wie er ist, plötzlich will er. Und dann heißt die Antwort, das könnte schon passieren, dass einer nochmal will, aber dazu müsste er mit sich selbst, also mit diesem verwickelten Anteil, und jetzt kommt dieses wunderbare deutsche Wort, in Berührung kommen. Nicht ich müsste ihn berühren, sondern er müsste mit sich selbst in Berührung kommen. Er müsste das nochmal spüren, dieses Stück in sich, was er so eingewickelt hat, damit das ausgehalten hat. Also diese Begeisterung über das, was es in der Welt alles zu entdecken und zu gestalten gibt, diese Lebensfreude, die sich in jedem Moment offenbart und die ihm von den Fußsohlen bis in die Haarspitzen durchströmt, das müsste der alles nochmal spüren können. Das ist ziemlich eingewickelt. Und dadurch, weil er das so gut eingewickelt hat, hat er so gut funktioniert. Und jetzt müsste man ihm Gelegenheit geben, dass er sich nochmal berühren lässt und mit diesen Anteilen in Berührung kommt. Und die fangen dann plötzlich an, für ihn zu strahlen im Inneren. Die werden plötzlich wieder wach. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass so ein Mensch sich dann auf den Weg macht und sagt, jetzt mache ich das nicht mehr. Aus mit der Verwickeltheit. Ich mache mich auf den Weg
und versuche, derjenige zu sein, der ich mal war, als ich mich noch nicht so sehr verwickelt hatte. Das heißt, ich mache mich auf einen Entwicklungsweg. Und jetzt kann man nur noch fragen, und wie kann man sich berühren lassen in Tulln? Und die Antwort ist auch ganz leicht. Das geht am leichtesten, wenn zwei Menschen einander begegnen auf der Straße. Also man könnte den anderen mal anlächeln. Einfach, um ihm das Gefühl zu geben, dass er okay ist, so wie er ist. Man könnte ihm aber auch mit ihm gemeinsam was machen, dass der plötzlich sieht, dass sich für ihn eine Welt öffnet, die schon ganz und gar zu war. Manchmal geschehen solche Berührungen in der Begegnung mit einem anderen Menschen, manchmal geschehen sie aber auch beim Lesen eines Buches. Oder wenn man einen Film anschaut oder ins Theater geht. Oder vielleicht ist auch so ein Abend wie heute eine Gelegenheit, wo der eine oder andere mit sich selbst in Berührung kommt und dann auf einmal sagt, hey, das will ich jetzt nicht mehr. Und jetzt wird es interessant, weil es geht nicht nur darum, dass man sich berühren lässt, sondern wir haben ja dann alle dann sehr schnell den Impuls, dass wir das wieder einwickeln und so weitermachen wie bisher. Und dafür braucht man eine Stadt des Miteinander, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es schon mal wach wird, dieses Gefühl, dass da noch was gehen könnte, dass man sich gegenseitig Mut macht, dass man sich gegenseitig einlädt, dass man sich gegenseitig inspiriert, es nicht wieder wegzuwickeln, sondern es rauszulassen, es gemeinsam lebbar zu machen, es zu etwas zu machen, was man gemeinsam gestaltet. Weil das ist doch klar, wir alle wären noch genauso lebendig wie damals, als wir drei waren, wenn wir uns nicht hätten verwickeln müssen. Und wir haben uns alle verwickeln müssen, weil andere da waren, die gemeint haben, es geht nicht anders. Und jetzt kann sich keiner alleine wieder entwickeln, wenn er nicht wieder andere findet, die ihm Mut machen, dass es doch anders geht. Und deshalb braucht man für die Entwicklung andere Menschen. Und man könnte es auch noch einfacher sagen, und man braucht auch nicht irgendwelche anderen Menschen, sondern man braucht dazu Menschen, die es gut mit einem meinen. Jetzt hat es nun mit der Politik nicht mehr viel zu tun. Ja, weil das kann man, wenn man es ganz weit denkt, wäre es nicht möglich, dass man sich in einer Welt, in der es liebevoll zugeht, verwickeln muss. Das heißt, der größte Hemmschuh, oder der größte Schutzmechanismus, der stärkste Schutzmechanismus davor, dass man sich verwickeln muss, wäre die Liebe. Wenn man als Kind schon bedingungslos geliebt worden wäre, wenn man als Kind schon das Gefühl gehabt hätte, dass man um seiner selbst willen bedeutsam genug ist, dass man nicht erst zeigen muss, was man für ein toller Typ ist und was man alles kann und damit die Erwartungen und die Vorstellungen und die Wünsche und die Absichten und die Ziele seiner Eltern oder Erzieher oder wem auch immer erfüllen muss, sondern wenn man das Gefühl hat, dass man einfach so, wie man ist, schon genug ist. Wissen Sie, was das nämlich bedeutet, wenn man so ein Gefühl hat? Dann braucht man sich das ganze Leben lang nicht mehr anzustrengen, endlich Bedeutung zu gewinnen. Dann sind sie bedeutsam, weil sie da sind. Und sowas kann man sich in einer Stadt zurückerobern. So ein Gefühl kann man anderen Menschen in der Stadt vermitteln, indem man ihnen einfach vielleicht mal sagt oder ihnen auf nonverbale Weise durch ein Lächeln zum Ausdruck bringt, dass sie um ihrer selbst willen genug sind. Dass es toll ist, dass es sie gibt und dass man nicht irgendwie etwas von ihnen verlangt und dass es auch nicht notwendig ist, dass sie sich furchtbar anstrengen, sondern dass es total reicht, wenn sie da sind. Das wäre eine Stadt des Miteinander. Und da geht es dann auch anders zu. Und dann kommt als Nebeneffekt unglaublich viel dabei heraus. Darüber können wir dann nachher noch ein bisschen genauer sprechen. So, das heißt, ich sage es jetzt nochmal, für diejenigen, denen das so schlecht über die Lippen geht mit der Liebe, also Führungskräfte zum Beispiel, da sage ich immer, das heißt Supportive Leadership.
Supportive Leadership heißt, ich tue alles, was ich kann, dass mein Mitarbeiter in seine eigene Kraft kommt. Das ist genau das, was auch mit einem Ehepaar oder mit einem Liebespaar stattfinden sollte, dass man alles tut, dass der Partner in seine eigene Kraft kommt. Und wenn aber die Führungskraft sagt, ich kann ohne dich nicht leben, dann hat das mit Supportive Leadership nichts zu tun. Und mit Liebe auch nicht. Und sodass wir also durchaus versuchen könnten, mit einer liebevolleren Art des Umgangs miteinander uns gegenseitig zu helfen, dass wir uns gar nicht erst so sehr verwickeln müssen und auch uns gegenseitig auf diese Weise helfen, aus dem verwickelten Zustand, in dem Teile von uns sind und in die wir uns selbst eingewickelt haben oder in die wir Teile von uns eingewickelt haben, wieder herauszufinden. Und das wäre dann eine Begegnungskultur, so etwas. Also Supportive Leadership ist schon ein schöner Begriff für so eine Stadt, würde man dann sagen. Das wäre eine Kultur des Miteinander, in der Menschen vorbehaltslos und absichtslos, aber liebevoll und immer mit dem Blick auf den anderen einander begegnen, um rauszufinden, was gemeinsam geht. Und dann würden wir tatsächlich anfangen, unsere Aufgabe als Menschen ernst zu nehmen, weil unsere Aufgabe als Menschen besteht nicht darin, diesen Planeten zu ruinieren, sondern unsere Aufgabe als Menschen besteht darin, herauszufinden, wie es geht. Wir sind die Spezies, die ohne Programme auf die Welt gekommen ist, die ihnen hilft, am Leben zu bleiben. Alle anderen Spezies haben Instinkte und Triebe, also angeborene Programme, die ihnen schon helfen, am Leben zu bleiben und das zu werden, was sie halt so sind. Also ein Fohlen, was auf der Weide heute Nachmittag zur Welt gekommen ist, steht nach einer Viertelstunde auf seinen vier Beinen neben der Mutter und einen halben Tag später rennt das hinter der Mutter auf der Weide her und diesem jungen Pferd braucht kein Mensch zu erklären, wie das geht, dass man Pferd wird. Bei uns Menschen ist das nicht so. Wir müssen selber rausfinden, wie das geht. Und wenn wir uns dann an denen orientieren, die geglaubt haben, sie wüssten, wie es geht, dann kann man sich schrecklich verlaufen. Die wissen es nämlich auch nicht. So, und jetzt wird das interessant, dass man sagt, es ist nicht so günstig, wenn wir die Führung für das, was unseren Menschwerdungsprozess angeht, einzelnen Personen mit ihren beschränkten Erfahrungen und ihrem beschränkten Wissen überlassen. Das wäre schon besser, wenn zwei sich zusammentäten, die unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliches Wissen und unterschiedliches Können haben, dann haben die praktisch doppelt so viel, aus dem sie schöpfen können, um gute Lösungen zu finden. Wenn sich fünf Leute zusammentun, haben die fünfmal so viel Hirn wie einer allein. Und wenn sich die Menschen einer ganzen Stadt zusammentun und nach gemeinsamen Lösungen suchen, wie es denn in Tulln hier in Zukunft aussehen soll und wie das Zusammenleben in so einer Stadt gestaltet werden soll, dann haben sie 17.000 Hirne in einem. Das ist eine ganz andere Dimension. Und ich sage Ihnen, wir haben alle noch keine Ahnung, noch nicht mal die geringste Vorstellung davon, was dabei herauskommt, wenn das endlich in Gang käme. Es gibt so einen Spruch, der wird dem Nelson Mandela zugeschrieben, der heißt, wir haben keine Angst vor dem Dunkel. Wovor wir wirklich Angst haben, ist das Licht, was dann entstehen würde, wenn wir zur Besinnung kämen. Und das tatsächlich wahr werden lassen würden, wozu wir als Menschen in der Lage sind, es wahr werden zu lassen. Und das das wird nicht funktionieren, wenn wir einfach nur darüber reden. Und deshalb habe ich dann vor einigen Jahren meinen schönen Universitätsprofessorposten an den wohlverdienten Ruhestandsnagel gehängt. Und seit der Zeit kümmere ich mich nicht mehr darum, Ideen zu verbreiten und anderen zu erzählen, wie sie es machen wollen. Ich hoffe, von Ihnen hat jetzt auch keiner das Gefühl, dass ich Ihnen hier was aufschwatzen wollte. Jetzt versuche ich Menschen
dabei zu helfen, so wie das auch nicht anders gehen kann, etwas zu verstehen, was so kompliziert ist, dass man es kaum versteht. Weil ich die feste Überzeugung habe, dass wenn man es wirklich verstanden hat, dann kann man es auch ändern. Wenn man es nur weiß, reicht es nicht. Das ist meistens nur kognitiv. Und dann hat man es vielleicht auch nur von anderen gehört oder gelernt und auswendig gelernt. Das können Sie überhaupt vergessen. Besser wäre es, Sie hätten es selbst erkannt, dann ist es schon mal ein ganzes Stück besser. Aber beim Erkennen, wir haben auch vieles erkannt und machen es trotzdem weiter falsch. Das heißt, das Erkennen ist auch noch nicht genug, damit wir unsere Art und Weise, die Welt und anderen Menschen, damit wir die Art und Weise, wie wir anderen Menschen und uns selbst begegnen, ändern können. Das, was dann wirklich im Deutschen nochmal den Unterschied macht, das ist gegenüber dem Wissen und dem Erkennen, das wäre dann das Begreifen. Da merkt man, das sind jetzt schon die Hände mit dabei. Das ist schöne Sprache. Und dann gibt es noch das Verstehen. Und das ist das, wo es interessant wird, beim Verstehen. Wenn Sie wirklich etwas verstanden haben, dann hat Sie das von Kopf bis Fuß durchflossen. Dann hat Sie das mit der letzten Faser Ihres Körpers ist das sozusagen durchgegangen. Und dann sitzen Sie da und schnappen nach Luft, weil Sie haben endlich was verstanden, was Sie das ganze Leben schon nicht verstanden haben. Und wer in dieser Weise was verstanden hat, der kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. So, das ist das, was ich versuche. Das gelingt mir hin und wieder mal bei einem oder dem anderen. Und ich mache mir auch keine großen Illusionen, dass mir das bei Ihnen heute besser gelingt als sonst. Aber es könnte sein, dass es leichter wird, wenn eine ganze Stadt sich auf den Weg macht und einfach bereit ist und die Bürger dieser Stadt bereit sind, auszuprobieren, wie das gehen könnte, anders miteinander das Leben zu gestalten. Sich nicht mehr gegenseitig zu belehren und zu sagen, was man will und was man erwartet und was da jetzt sein soll. Und sich gegenseitig zum Objekt von Bewertungen und Maßnahmen und sonst was zu machen. Sondern einfach zu gucken, wie man den anderen vielleicht einladen kann, ermutigen kann und inspirieren kann, dass der in seine eigene Kraft wieder zurückfindet, dass er sich wieder entwickelt, dass er wieder mit sich selbst in Berührung kommt und aus ihm endlich das herauskommt, was er die ganze Zeit so furchtbar hat einwickeln müssen. Das könnte eine sehr spannende Entwicklung sein, die wir dann hier in Tulln erleben. Und da darf ich Ihnen, das werden Sie schon ahnen, durchaus sagen, dass mich das sehr interessiert, wie das gehen könnte. Bisher habe ich da auch noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, aber wir begleiten eben in der Akademie Gemeinschaften, also von einer Hausgemeinschaft über einen Feuerwehrverein bis zu einem Team an der Arbeit, aber auch ein ganzes Unternehmen oder auch eine ganze Stadt auf solchen Prozessen. Und ein hübsches Beispiel haben wir immerhin schon zustande gebracht, was ich auch immer gerne überall vorerzähle, weil es mich auch selber so sehr beeindruckt hat. Das war eine Gruppe von Radsportamateuren aus Thüringen. Also aus der Nähe von Gera war eine Gruppe von Radfahrern auf die Idee gekommen, sie wollten doch einfach mal einmal im Leben das Race Across America machen. Das ist das größte und schwerste Radrennen der Welt, von der einen Küste zur anderen, 6000 Kilometer Tag und Nacht. Und die wollten das nun unbedingt auch mal mitgefahren haben. Und dann haben sie eine Probefahrt gemacht und sind dann von Thüringen an die Ostsee gefahren und wieder zurück. Und danach haben sie mich angerufen und haben gesagt, und haben sie mir erzählt, was sie da vorhatten und haben eben erzählt, dass sie das mit der Probefahrt da gemacht haben. Und da hätten sie gemerkt, dass so, die sprechen ja diesen Thüringer Dialekt, da haben sie gesagt, das wird so nichts. Ja? Wir haben uns immerzu in den Haaren gehabt. Immerzu hat einer besser gewusst und jeder wollte dem anderen zeigen, wer der Beste ist und es sei ein einziger Mist gewesen und so kämen sie niemals durch Amerika. Und jetzt hätten sie gerne Hilfe. Das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn Menschen kommen und merken, dass es so nicht weitergeht und dann sagen, ich würde gerne anders machen, aber ich weiß nicht wie. Und dann sind wir dann dahin und haben einen Nachmittag mit denen verbracht und haben eigentlich nur eine einzige Frage gestellt, nämlich die hieß, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr weiter Recht haben oder wollt ihr durch Amerika?
Und das immer wieder, so dass das richtig, die mussten dann am Ende sagen, was sie wollten. Schlaumeier und besser als der andere oder gemeinsam durch Amerika. Und dann haben die irgendwann nach einer Stunde oder zwei, haben die gesagt, nein, wir wollen durch Amerika, gemeinsam. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach das auch. Und dann bin ich weg. Und dann habe ich gehört, dann haben die angefangen zu arbeiten. Und das mache ich hier in Tulln auch. Bin dann wieder weg. Und die haben angefangen zu arbeiten, die haben geguckt, wie das geht. Die haben sich Mühe gegeben, die haben plötzlich gemerkt, wie toll das ist, wenn man jemanden unterstützt und dann von dem wieder unterstützt wird. Die haben ein ganz feines Gefühl dafür entwickelt und ein Gespür, was der andere braucht. Haben keine Sponsorengelder gekriegt, hatten nur Schwierigkeiten, haben sich trotzdem für das Rennen da drüben angemeldet. Ich habe die dann schon fast aus den Augen verloren und am Ende des Sommers kriege ich einen Anruf, ja, wir sind wieder da. Ich sage, ist ja großartig und seid ihr denn da auch rübergekommen? Wart ihr denn in Amerika? So. Und ich sagte, was heißt hier mitgefahren? Wir haben gewonnen mit 5 Stunden Vorsprung vor den Amerikanern. So. Das ist Potenzialentfaltung. Da ist etwas passiert, da ist ein Knoten geplatzt, da ist plötzlich ein Team in einen Zustand geraten, wo die aber jedem anderen Team rettungslos davonfahren. Das ist das, was ich mir für Tulln wünsche. Einfach zu erleben in dieser Stadt, was geht, wenn man anfängt, gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Nicht um allen anderen zu beweisen, wie toll man ist, sondern um der Welt zu zeigen, dass es anders geht. Und dieses Fahrerteam hat eben gezeigt, was dabei möglich wird. Die Amerikaner waren Profis, die hatten einen Haufen Geld, die hatten im Himalaya geübt oder trainiert und meine kleine Thüringer Radfahrtruppe mit ihrem beseelten Gemeinschaftsgeist ist denen rettungslos davongefahren. Das ist schön und so kann es gehen und ich wünsche mir natürlich, dass das überall so ein bisschen auf so einen fruchtbaren Boden fällt und dass wir anfangen, uns gegenseitig Mut zu machen, dass da noch eine ganze Menge mehr geht. Aber ich darf es auch in dieser Schärfe sagen, so wie wir es bisher gemacht haben, geht es nicht. So wie wir es bisher gemacht haben, wo wir eigentlich Gemeinschaften nur gebildet haben, wenn es gar nicht mehr anders ging. Notgemeinschaften, Zwangsgemeinschaften, Besitzstandwahrungsgemeinschaften und was wir da sonst was für Gemeinschaften kennen, sind sozusagen seelenlos. Da begegnet sich niemand, sondern benutzt jeder den anderen nach wie vor, als ob man noch alleine wäre für seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Absichten. Erst dort, wo Menschen einander begegnen, fängt an, das Neue in die Welt zu kommen. Das ist das 21. Jahrhundert. Herzlichen Dank. Toll, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass es hier in Tulln gelingt. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Hütter. Sie wollten noch was sagen? Jetzt habe ich extra auch ein bisschen so aufgehört an der Stelle, weil ich kann natürlich auch noch lange weiter. Aber ich halte das auch für wichtig, dass man an der Stelle so einen Punkt setzt und dann, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir miteinander so ein Gespräch führen und einfach gucken, was da geht. Dass wir uns austauschen und uns gegenseitig fragen, Und sehen, was da vielleicht speziell hier in Tulln alles noch möglich ist. Ja, das finde ich toll. Das ist die richtige Frage. Und wir haben vorhin in einem kleinen Kreis schon darüber gesprochen. Ich begleite ja die Stadt Tulln mit der Akademie auf diesem Weg schon seit einiger Zeit. Und Sie sind ja auch schon mit Herrn Eisenschenk da ein ganzes Stück vorwärts gekommen und trotzdem kommt der Prozess gar nicht aus der politischen Ebene, sondern es ist eine Art Bürgerschaftsbewegung, die aber von der politischen Ebene und der gegenwärtigen Leitung dieser Stadt auch auf eine sehr angenehme Weise unterstützt wird. Das Entscheidende, glaube ich, was man lernen muss, ist, dass es nicht darauf ankommt, dass etwas für die Bürger von Tulln bereitgestellt wird,
sondern dass die Bürger von Tulln das Gefühl haben, dass sie selbst Gestalter ihres eigenen Lebens sein dürfen und dass das sehr gewünscht ist. Also wenn ich jetzt hier was zu sagen hätte, würde ich sehr schnell eine Plattform bauen, auf der sich die Bürger von Tulln melden können und vorschlagen können, was sie gern in Tulln mit anderen gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Und das könnte sein, dass man da sehr viele Dinge plötzlich kriegt, die schon da sind, die jetzt aber nochmal ins Bewusstsein rücken. Es könnte sein, dass sehr viele neue Angebote kommen, wo Bürger sagen, hey, wir hätten Lust, dieses oder jenes zu machen, wer mag noch? Und dann kann man das wiederum auf der Plattform bekannt machen, was da alles läuft. Und auf diese Weise entsteht dieses Miteinander von unten. Man kann über Miteinander nicht reden, sondern man muss das lebendig machen. Und das geht nur durch gemeinsames Tun. Und dafür muss man Rahmenbedingungen schaffen. Politik kann das nicht. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass Politik immer nur Rahmenbedingungen schaffen kann, innerhalb derer das passiert, was man sich wünscht. Ja, ich bin da immer sehr konsequent bei diesem Bild, was wir da in den letzten Jahren auch in den Naturwissenschaften abgeleitet haben. Das war eine blöde Vorstellung, unser Leben und auch das Zusammenleben von Menschen nach so mechanischen Vorstellungen sich zurechtzudenken. Also, dass man das irgendwie planen könne, dass man das umsetzen könne, dass man das evaluieren könne. Und da hatte man ja das Gefühl, das sei wie so ein Mechanismus, den man abspulen konnte. Und in Wirklichkeit verlaufen alle lebenden Prozesse in einer ganz anderen Weise, die organisieren sich immer selbst. So, und jetzt weiß keiner, wie das Selbstorganisation funktioniert. Und deshalb bin ich so glücklich, dass wir im Deutschen einen Begriff haben, der diese ganze Selbstorganisation beschreibt. Und den nehmen wir immer dann, wenn es tatsächlich ein schwieriger Prozess ist. Und wenn es irgendwie wirklich was ganz Schwieriges ist, was wir beschreiben wollen, also zum Beispiel, dass ein Leben so läuft, wie man sich das nur besser kaum wünschen kann, dann heißt der Begriff im Deutschen, den wir da verwenden, es ist gelungen, es gelingt. Bildung kann gelingen. So ein Abend ist auch schwierig, kann gelingen oder auch nicht. Eine Partnerschaft kann gelingen. Also richtig schwierige Sachen, dann sagen wir immer, gelingen. So, und das Gelingen ist offenbar etwas, wo wir eine Vorstellung haben, dass man das nicht so ohne weiteres machen kann. Man kann gewissermaßen nur dafür sorgen, dass es so wird, wie man sich das wünscht. Und was ich dann besonders spannend finde, ist eben, dass es im angloamerikanischen Sprachraum keinen Begriff für das Gelingen gibt. Und aus der Traumatherapie weiß ich wieder, wenn man keine Worte für das hat, was man ausdrücken will, da kann man sich es auch nicht vorstellen. Das heißt, wenn die keinen Begriff für das Gelingen haben, wissen die auch nicht, was es ist. Und deshalb müssen die dort immer Erfolg haben. Das heißt, to achieve or to succeed. Und bei Gelingen geht es nicht mehr weiter. Und dann nehme ich die immer und sage ihnen, oh, guck mal, wenn wir jetzt in Deutschland oder gar in Österreich, ja, dann machen wir so eine Kirschtorte oder so einen Kuchen, süß, Mehlspaß. Und am besten noch mit Hefe, sodass das auch wirklich lebendig ist. Und dann rühren wir das alles so zusammen und dann machen wir noch die Decke drüber und dann schieben wir das in den Ofen. Und mit all unserer Kunst als Führungskraft schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen dafür, dass das so wird, wie wir uns das vorstellen. Und dann nach der richtigen Zeit holen wir den Kuchen dann aus dem Ofen raus, stellen ihn oben drauf und dann sagen wir, wow, jetzt ist er gelungen. Und dann können Sie alle mal ausprobieren, nehmen Sie mal Ihre amerikanischen oder englischen Freunde und sagen, how do you call that? Also was sagt er jetzt dazu, wenn das so rauskommt? Und dann sagt er, it's well done. Ist gut gemacht. Und das ist eben, da merkt man den Unterschied. Ja, die bilden sich ein, sie könnten es machen. Und diese komplizierten Dinge wie Bildung und Partnerschaft und Leben und so eine Veranstaltung kann man nicht machen. Einen 100-Meter-Lauf, den kann man erfolgreich zu Ende führen. Aber ein Leben kann man nicht erfolgreich zu Ende führen. Oder gar eine Partnerschaft. Was soll denn das?
Und da haben wir dann einen Vorteil. Dann haben wir plötzlich im deutschen Begriff gelingen. Und wenn ich jetzt Politiker oder Führungskräfte habe, mit denen ich arbeite, dann versuche ich ihnen das verständlich zu machen, was ihre Aufgabe ist. Ihre Aufgabe ist nicht, etwas erfolgreich zu Ende zu bringen, sondern ihre Aufgabe ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer das, was sie sich wünschen, gelingt. Großartig. Ja, und wenn man das jetzt auf Tulln bezieht, heißt es, was kann die Politik tun, damit die Bürger von Tulln immer mehr Lust darauf kriegen, eine Stadt zu werden und eine Stadt so zu organisieren, dass es eine Stadt des Miteinander wird. Mehr kann er nicht machen. Der Bürgermeister nicht und die Verwaltung auch nicht. Und deshalb ist das am Ende etwas, was Sie selber machen müssen. Und dafür könnte aber von den entsprechenden Behörden und der Administration ein Rahmen gebaut werden, in dem das leicht ist, dass der einzelne Bürger mit seinen Ideen sich ganz schnell einbringen kann und sehr schnell Resonanz findet. Und auf einmal findet er eben für das, was er da gerne machen würde, mit anderen gemeinsam, findet er auf einmal 15 andere, die das auch wollen. Und schon hat sich wieder eine kleine Gruppe gebildet, die sich auf den Weg macht. So geht es dann mit dem Gelingen und mit dem Miteinander. Klein wenig enttäuscht bin ich, dass Sie nicht aus Tulln sind, aber das kann ja noch passieren. Natürlich unterstütze ich Sie gerne. Ich habe aber auch eine Bewegung über die Akademie in Gang gebracht, die heißt Würde-Kompass-Gruppen. Und es haben sich in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz inzwischen über 150 solche Gruppen gebildet in den Städten. Würde-Kompass-Gruppe Wien wird es wahrscheinlich auch geben. Da ist so ein, auf der Seite würdekompass.de findet man dann so einen Atlas. Das sind lauter kleine 150 Fähnchen und dann kann man gucken, wo es schon welche gibt. Da könnten Sie sehen, ob das Ihrem Interesse sozusagen entgegenkommt. Weil was die versuchen, ist etwas ganz Verrücktes. Die sagen, wenn es keine hierarchischen Ordnungsstrukturen mehr gibt, die bestimmen, wo einer bestimmt, was die anderen zu tun haben, dann kann man die ja eigentlich nur dann auflösen, wenn die Menschen selber wüssten, was sie zu tun haben. Das heißt, das, was ihnen vorher die Struktur gegeben hat, die Anordnung von oben nach unten, diese Art von Struktur müssten sie jetzt in sich selbst wie einen Kompass haben. Und dieser Kompass müsste ihnen helfen, sich selbst wie ein Mensch zu behandeln und andere Menschen auch wie Menschen zu behandeln. Und dieser Kompass heißt, ich will jemand sein, der keinen anderen Menschen mehr zum Objekt macht und ich stelle mich auch selbst nie wieder als Objekt für die Interessen und Absichten anderer zur Verfügung. Und das, wenn man das tut, dann heißt das, ist man bei seiner Würde angekommen. Das heißt auf Deutsch Würde. Wenn ich aufhöre, andere zum Objekt zu machen und ich auch selbst mich nicht mehr als Objekt zur Verfügung stehe, wenn andere mich benutzen wollen. Also um es sehr konkret zu machen, ein Mensch, ein Mann, der eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde herausgebildet hat, vielleicht in so einer Würde-Kompass-Gruppe mit Unterstützung anderer, der geht nicht mehr in Bordell. Der hat da nichts zu suchen. Das ist unter seiner Würde. Das macht man nicht mehr. Und da merken Sie, jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, der ist auch nicht mehr verführbar. Und dem können Sie alles Mögliche versprechen, was er dann kriegt, der sagt, brauche ich nicht. Ich bin mir selbst genug und ich weiß selbst, worauf es in meinem Leben ankommt. Da brauche ich keine Reklame und da brauche ich keine politischen Versprechen. Aber ich arbeite gerne mit, wenn du einen Vorschlag hast, wie wir das gemeinsam hier in Tulln umsetzen. Also bin ich gerne dabei. Gucken Sie aber erstmal, ob es in Wien schon solche Gruppen gibt. Ist das vielleicht auch, ob das überhaupt das Richtige ist? Wir haben mal versucht, solche Gruppen ohne thematischen Schwerpunkt aufzubauen über die Akademie. Das hat nicht so gut geklappt. Die verlaufen, also die zerflettern sich, weil sie zu viele Themen haben. Deshalb war das dann viel effektiver, als die angefangen haben, sich spezifisch mit diesem Thema was ist eigentlich unsere Würde, wie können wir uns gegenseitig helfen, unsere eigene Würde wieder zu finden und wie können wir dazu beitragen, dass in unserer Stadt, in unserem Stadtteil die Würde anderer nicht mehr so verletzt wird und immer mehr Leute
zum Bewusstsein ihrer eigenen Würde zurückfinden. Das sind richtig tolle Dinge entstanden und das ist schön, wenn Sie da weitermachen und wenn Sie da irgendwelche Fragen haben oder weitermachen wollen oder Sie Unterstützung brauchen, bin ich da auch gerne da. Toll. Ja, das Thema ist ja eigentlich auch so zentral, dass man dem gar nicht entgehen kann. Ja, es ist nicht so schön, wie es läuft und es gibt wenig Chancen, das wirklich grundlegend so zu verändern, wie es verändert werden müsste. Es ist in vieler Hinsicht schwierig und zwar auch deshalb, weil wenn wir jetzt dieses Würdethema alleine mal nehmen und sagen, es käme doch darauf an, dass junge Menschen dieses Empfinden ihrer eigenen Würde, was sie doch alle schon mit auf die Welt bringen, dann zu Hause im Elternhaus gestärkt bekommen, indem sie die Erfahrung machen, so wie ich bin, bin ich wertvoll und wichtig. Dass sie das dann auch im Kindergarten noch weiter erleben, dass sie wichtig und wertvoll sind, so wie sie sind. Und dass das dann auch in der Schule so weitergehen sollte, das ist doch relativ klar. Und wenn das so wäre, dann kämen lauter junge Menschen aus der Schule heraus, die sich ihrer eigenen Würde bewusst wären und die sich niemals zum Objekt von anderen und deren Interessen machen würden und die auch selbst keinen anderen zum Objekt ihrer eigenen Interessen machen würden. Und da muss man sagen, diese Aufgabe leistet Schule in keiner Weise, im Gegenteil. Und das ist bedauerlich, das hat aber nichts mit den Lehrern zu tun. Deshalb bin ich jetzt in der letzten Zeit immer vorsichtig geworden, weil ich gemerkt habe, wenn man über die negativen Seiten des gegenwärtigen Schulsystems spricht, scheint es vielen Lehrern unmöglich zu sein, sich so mit diesem Schulsystem zu identifizieren, dass die nicht am Ende glauben, man hätte was Negatives über sie gesagt. Nein, liebe Lehrerinnen und Lehrer, Sie sind genauso Opfer wie die Schüler von diesem lächerlichen Schulsystem. So, und lächerlich darf ich deshalb sagen, weil es aus dem vorigen Jahrhundert stammt und nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt. Und das kann man an ganz wenigen Dingen festmachen. Das kann man am leichtesten festmachen, indem man deutlich macht, und das wissen wir alle, auch die Lehrer wissen das, auch die Kultusminister wissen das, keiner von uns weiß, was ein junger Mensch in 20 Jahren, wenn der aus der Schule kommt, wissen muss. Das ändert sich alles so schnell, keine Ahnung. Das ist aber, und deshalb nützt auch dieser ganze Lehrplan nichts, und was die da alle reinschreiben, und Photosynthese oder nicht Photosynthese in der Schule gelernt, ist sowas von wurscht. Ja? Da ist die Schule eigentlich im Augenblick ja immer noch nur noch dazu da, die Besseren von den Schlechteren zu trennen. Und deshalb ist das in vieler Hinsicht gar keine pädagogische Einrichtung mehr, sondern nach wie vor eine Selektionsanstalt. Erbsensortieranstalt habe ich das früher mal genannt. Und es ist natürlich schwierig, wenn man sich als Pädagoge für so eine Erbsensortiererei benutzen lässt, wenn man sich dafür zur Verfügung stellt. Und deshalb hatte ich zum Beispiel mal vorgeschlagen, das ist doch ganz nett, vielleicht magst du das auch, die Idee. Ich habe vorgeschlagen, mach das doch in der Schule so wie in der Fahrschule. Und da ist ein Fahrschullehrer, der zeigt dem Fahrschulschüler, wie es geht. Und dann lernt selbst der Dümmste lernt diese ganzen Verkehrsregeln und auch, wie man Auto fährt. Aber der Fahrschullehrer würde niemals selbst die Prüfung abnehmen, sondern das macht jemand anders. Und wenn er die Prüfung bestanden hat, dann freut sich der Fahrschullehrer mit dem Fahrschüler, dass das so gut gelaufen ist. Warum geht das in Biologie nicht? Warum kann man nicht in der fünften Klasse, am Ende der fünften Klasse, ein Zertifikat ablegen, dass man das kann, was da alles dran gekommen ist? Und geht dann anschließend nach Hause und freut sich mit dem Lehrer zusammen, wie toll man das hingekriegt hat, der Lehrer mit dem Schüler zusammen. Und dann kann ich das sagen, dann habe ich das Lehrern vorgeschlagen und da ist leider die Hälfte der Lehrer dabei, die sagen dann bin ich aber kein richtiger Lehrer mehr, wenn ich keine Noten mehr erteile. Da müssen wir uns fragen, was da los ist. Deshalb ist es nicht so leicht zu verändern. So, wenn man jetzt was machen will hier in so einer Stadt wie Tulln, würde ich ganz einfach vorschlagen, dass sich Eltern mit den Lehrern zusammentun
und eine Bewegung in Gang setzen, die heißt Lernlust Tulln. Lernlust Tulln, und die gehen dann in die Schulen und helfen den Schulen dabei, dass kein einziger Schüler und keine einzige Schülerin ab morgen noch weiter seine Freude, seine angeborene Freude am Lernen verliert. Total easy. Was können wir gemeinsam tun, wir als Eltern, ihr als Lehrer, als Direktoren, als was weiß ich was, damit in dieser Schule kein einziges Kind, was in diese Schule geht, jemals das Gefühl hat, dass es zu blöd für Mathe oder irgendwas ist und seine Freude am Lernen verliert? Das muss doch gehen, in drei Teufelsnamen. Und das geht auch. Und wenn das so, es geht von den Schülern her, ginge es schon, aber es wird wenig Eltern geben, die bereit sind, sowas zu machen. Die müssten sich dazu nämlich mit den anderen Eltern verbinden und sogar mit den Lehrern. Und das wird dann schwierig, und deshalb erinnere ich dann meistens die Eltern daran, dass doch das Einzige, worauf es wirklich heutzutage in der Schule ankommt, nicht das Abiturszeugnis ist, sondern das Aufrechterhalten dieser Freude am Lernen. Wenn die Lernlust im Arsch ist, ist das ganze Leben hinüber. Kein Mensch wird im 21. Jahrhundert mit diesen ständigen Veränderungen in der Lage sein, sich immer wieder das Neue anzueignen und sich immer wieder auf diese neuen Gegebenheiten einzulassen und immer wieder Neues hinzuzulernen, wenn dem in der Schule schon die Freude am Lernen verloren gegangen ist. Und sie ist ihm nicht verloren gegangen, sondern ich muss das jetzt als Hirnforscher immer wieder sehr deutlich sagen, weil er hat sie oder das Mädchen oder der Junge hat seine angeborene Freude am Lernen aktiv unterdrücken müssen, weil sie ihn gehindert hat, die Schule gut zu überstehen. Ja, das ist bitter. Wenn die, also mit dieser Freude, mit der sie anfangs mal lesen und schreiben und auch laufen und sprechen gelernt haben, wenn die noch aufrecht erhalten geblieben wäre, wäre das alles kein Thema. So, aber dann müssen sie was lernen, und damit sie sich darauf einlassen können, dass sie das lernen, müssen sie die eigene Freude am Lernen unterdrücken. Und wenn die futsch ist, ist sie futsch. Und dann muss ich als Biologe sagen, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, weil das ist ja nicht so, dass das Lernen irgendwas ist, was in der Schule stattfindet, sondern Lernen ist ja eigentlich ein Grundmerkmal alles Lebendigen. Jetzt kommen sogar die Biologen und stellen fest, dass Erbsen was lernen können. Einzeller, Pantoffeltierchen können was lernen. Lernen ist ein Grundmerkmal des Lebendigen. Und die richtige Botschaft heißt, alles, was nichts mehr lernen kann, ist tot. Und deshalb ist auch jeder, der einem anderen Menschen dazu zwingt, seine eigene Freude am Lernen zu unterdrücken, der zwingt ihn, seine Freude am Leben zu unterdrücken. Und das dürften wir als Erwachsene nicht mehr zulassen, ob wir dann nun Lehrer sind oder Eltern oder was auch immer. Und das werden wir als Einzelpersonen aber nicht schaffen, aber gemeinsam in so einer Stadt wie Tulln, wenn wir es wollen, könnten wir uns auf den Weg machen und hier neue Maßstäbe setzen. Das würde dann eine andere Schule werden, die dabei rauskommt. Eine Schule, in der kein Schüler mehr erleben muss, dass er zum Objekt gemacht wird. Von Belehrung, von Bewertung, von Maßnahmen. Da weiß man gar nicht mehr, was man als Lehrer da machen soll. Und in Wirklichkeit, ja, in dem Augenblick, so ist es doch in Wirklichkeit, wenn ich einem Schüler erkläre, wie das mit den Maikäfern ist, ja, mit dem Vierjahreszyklus, dann hindere ich diesen Schüler daran, es selbst herausfinden zu können. So rum wird ein Schuh draus. Das muss man sich ständig vorstellen, dass man mit jeder Unterweisung ihm Wissen gibt, aber ihn dann eben auch daran hindert, es sich selbst aneignen zu können. Die richtige, gute Pädagogik, die in der jüdischen Tradition verankert ist, heißt, ich erkläre dem Kind nicht, wie es ist, sondern ich versuche, das Kind am Fragen zu halten, dass es nie aufhört zu fragen. Solange das Kind fragt, ist es selbst der Gestalter seines eigenen Lernprozesses.
Und solange es fragen kann, wie das mit dem Engerling ist und wie daraus eine Puppe wird und wie die Puppe dann wieder zu meinen, dann ist alles okay. Ja, aber dass ich ihm das erkläre, ungefragt, das ist eigentlich Klugscheißerei und hat was mit Narzissmus zu tun. Ja, da gibt es zwei Antworten. Die eine finde ich noch viel spannender als die andere. Und die heißt, der Prozess ist längst im Gang. Man muss sich gar nicht anstrengen. Da wird im Augenblick eine Generation erwachsen, die haben sich gar nicht so verwickeln lassen, wie wir noch. Und man kann ja sagen, also meine Generation, 68, ja, so, wir wollten noch alles kaputt machen, was uns kaputt macht. Das war ja der große Schlachtruf. Ja, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war Vietnamkrieg und Flower Power und so. Und dann haben wir gemerkt, dass das nicht so leicht ist, alles kaputt zu machen. Und es hat ja auch Auswüchse in Form der Roten Armee-Fraktion und so angenommen, wo man sagen musste, jetzt geht's aber total daneben. Und dann haben wir eine Generation von Kindern großgezogen, die wollten nicht mehr alles kaputt machen, was sie kaputt macht, die wollten Spaß haben. Die haben Disco gemacht und diese ganzen Popstars und dieser ganze so hedonistische Betrieb, das ist auch eine ganze Generation geworden, die haben dann wieder Kinder gekriegt. Und über die reden wir jetzt. Und diese Kinder, die heißen jetzt zum Beispiel Greta und Friday for Future. Und die wollen nichts kaputt machen. Die wollen auch keinen Spaß haben, sondern die wollen einfach, dass wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen für diese Welt. Und das ist eine spannende Aufforderung. Und da habe ich vorhin mit Ihrem Bürgermeister darüber gesprochen. Man kann ja nur Verantwortung für etwas übernehmen, mit dem man sich auch verbunden fühlt. So, ich kann also nur dann Verantwortung für die Natur übernehmen, wenn ich mich auch mit dieser Natur verbunden fühle. Und ich kann auch nur Verantwortung für das übernehmen, was in so einer Stadt wie Tulln passiert, wenn ich mich mit dieser Stadt Tulln verbunden fühle. Und das heißt, ich muss so etwas wie eine Identität entwickeln, die mich sozusagen als Teil der Natur oder als Teil dieser Stadt Tulln auch verbindet. Sonst wird das mit der Verantwortung nichts. Und das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber das ist jetzt eine spannende Frage, ob wir in der Vergangenheit nicht vielleicht vergessen haben, wie wichtig es ist, dass Menschen so etwas wie eine Heimat brauchen, mit der sie sich verbunden fühlen. Und dass das möglicherweise gar nicht funktioniert, dass man sie als Weltbürger erzieht, wo sie mit allem und nichts verbunden sind und damit auch für alles und nichts Verantwortung zu übernehmen in der Lage sind. Das sind jetzt wirklich spannende Fragen. Da fängt es an zu kribbeln und das ist dann auch der Grund, weshalb ich solche Vorträge gerne mache, weil man manchmal bis an solche kribbeligen Fragen herankommt, wo man dann nur noch gemeinsam entscheiden kann, ob da eventuell was dran sein könnte. Brauchen Menschen eine Identität mit ihrer Heimat oder mit bestimmten Aspekten ihrer Heimat, also der zum Beispiel der Volkskunst oder dem Brauchtum und dann auch der Natur und diesen natürlichen Gegebenheiten, den Bergen oder der See an der Nordsee? Weil wenn sie das nicht haben, können sie es nicht schützen. Das ist so wie einer, der gesagt kriegt, er besitzt Würde. Aber wenn er keine Vorstellung, kein Bewusstsein seiner eigenen Würde zu entwickeln imstande gewesen ist, wenn er sich nicht damit verbinden kann, mit seiner eigenen Vorstellung von der Würde, kann er auch nicht aufpassen, dass sie ihm geraubt wird. Und das würde ja heißen, dann bräuchten wir ja wieder diese wunderbaren Grundschulen, wo die Schüler nicht alles über die Welt lernen, sondern erstmal das, was in ihrer Heimat hier in Tulln wichtig und bedeutungsvoll ist. Und dann bräuchte man nicht Kindertagesstätten, wo die Kinder sozusagen mit Förderprogrammen auf die Schule vorbereitet werden, sondern dann bräuchte man Kindergärten, die lernen, wie der Garten Eden hier in Tulln gebaut werden kann gemeinsam. Das sind völlig andere Aspekte. Und ich persönlich, also es ist jetzt meine persönliche Haltung, ich persönlich glaube, dass wir im Augenblick diesen Wendepunkt erleben, dass das Leben in der Großstadt
in den nächsten paar Jahren völlig unattraktiv wird, dass die ganzen Prognosen nicht stimmen, dass die Leute alle in die Stadt wollen, sondern dass es immer mehr Menschen gibt, die begreifen, dass es in der Stadt eigentlich alles das, was die Stadt mal vor 100 Jahren versprochen hat, kann sie heute gar nicht mehr halten. Eigentlich geht man nur noch in der Stadt, weil es also so Gewohnheit ist. Und das, was aber bisher die Leute daran gehindert hat, was anderes zu suchen, war diese Alternative, die sie scheinbar nur hatten, nämlich aufs Dorf zu gehen. Und dann hieß es immer Stadt oder Dorf. Und ich meine, da ist die Antwort klar, wer will schon aufs Dorf? Ja, aber die Region, also eine ganze Region mit einer Kleinstadt oder zwei Kleinstädten und einem Umland. Und wenn man sich dann auch noch mit dieser Region inhaltlich verbinden kann. Es gibt nirgends auf der Welt so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie in so einer Region. Nirgendwo findet man so viele unterschiedliche Leute, die dann dort geblieben sind und sich dort was aufgebaut haben, wie in so einer Region. Nirgends ist das Leben näher am Leben dran als in so einer Region. Also möglicherweise ist das Modell, dass die Menschen die Städte verlassen und wieder eine regionale Identität entwickeln. So, und dann finde ich Europa toll. Ja, als ein Sammelbecken für Menschen, die in ihren Regionen erstmal versuchen, das alles zu beschützen, was dort beschützenswert ist, und gemeinsam in Europa dazu beitragen, dass das, was wir in Europa so wichtig finden, eben auch geschützt werden kann. Aber das sind wir aus sämtlichen blöden Diskussionen, die wir im Augenblick auf der politischen Ebene führen, heraus. Weil dann geht der Prozess andersrum. Dann beginnt der hier in Tulln und nicht in Brüssel. Ja, wunderbar. Da kann ich auch, da versuche ich jetzt auch mal so klar wie möglich zu sein. Die erste klare Botschaft heißt, das sind immer andere, die einem das antun. Also diese Freude verschwindet niemals von allein. Und die Angst am Scheitern oder vor dem Scheitern und vor dem Fehlermachen bringt kein Mensch mit auf die Welt. Die wird ihm erst durch andere beigebracht. Und jetzt können wir uns, also nur, dass wir das mal klar haben, dass das nicht eine Eigenschaft dieser Person ist, sondern das ist eine Konsequenz des Umstandes, dass sie mit solchen Besserwissern und Alleskönnern immer wieder konfrontiert gewesen ist. Dies, und jetzt kommt es, die ja offenbar irgendeinen Vorteil davon haben müssen, dass sie einen anderen in seiner Schwäche darstellen. Also dass sie ihn bewerten als einer, der nicht die Anforderungsprofile erfüllt, die sie für die Entscheidenden halten. Und so ein Mensch, der das nötig hat, andere Menschen zum Objekt seiner Bewertung zu machen, ist eben leider keine starke Persönlichkeit. Das ist ein sehr bedürftiger Mensch. Der agiert nicht aus der Stärke. Aus der Stärke heraus kann ich jedem alles vergeben. Sondern der agiert aus einer ganz furchtbaren Angst und Schwäche. Und dann heißt die Frage, wie konnte der denn so eine Schwäche entwickeln, dass er es dann nötig hat, andere fertig zu machen und denen dauernd zu sagen, was sie alles falsch machen. Und die Antwort heißt, das ist seine Lösung gewesen. Das war seine Lösung, weil er selbst so behandelt worden ist. Das hatte ich dann vorhin dargestellt. Er ist zum Objekt der Bewertungen anderer gemacht worden und seine Lösung bestand darin, dass er jetzt selbst sich als Bewerter der anderen aufspielt. Und das ist oftmals bei manchen Menschen so tief gebahnt, dass die kaum noch anders können, reagieren ständig so. Und wenn man sie daran hindert, das zu tun, kriegen sie wieder Angst. Und jetzt, wenn man das so rum betrachtet, ist auf einmal die Lösung klar. Wenn sie fragen, was kann man jetzt machen, dem müssen sie helfen. Das nützt nichts, wenn sie dem jetzt sagen, sie sind ein Schwächling und sind ein Bedürftiger. Sondern sie müssten ihm helfen, dass er wieder in seine Kraft zurückkommt. Die ist ihm leider von anderen, für die sie nichts können und was lange vor ihrer Zeit war, geraubt worden. Und dann kann ich nur sagen, hirntechnisch, ja, das geht, aber wahrscheinlich eben nicht durch Druck, nicht durch Widerstand, sondern durch Mitgefühl, durch Berührung.
nehmen Sie ihn einfach, nehmen Sie ihn mal in den Arm. Gehen Sie mit ihm mal eine Stunde spazieren. Gehen Sie mit ihm Kaffee trinken und fragen Sie ihn, was er braucht. Vielleicht sagt das Ihnen sogar. Und wenn er es Ihnen sagt, haben Sie gewonnen, weil dann glaubt er daran, dass es auch geht. Also, meisten Menschen sind allerdings so furchtbar verwickelt, das muss man dann auch wissen, die lassen sich nicht berühren. Die haben etwas ganz Trauriges gelernt, nämlich sich vor jeder Form von Berührung mit diesem inneren Anteil in sich selbst, den sie verwickelt haben, nochmal in Berührung zu bringen. Sie schützen sich davor. Und da sitzen alle im Kino und weinen und die sitzen da und tun so, als wäre nichts. Haben die richtig, das üben die regelrecht, sich nicht berühren zu lassen. Und das müssen die wohl üben, weil die ahnen, dass wenn sie sich berühren lassen, so vieles von dem, was sie da bisher so aufgebaut haben und für sich selbst halten, das würde ihnen unter den Füßen wegbröseln. Und dann hätten sie nichts mehr, wo sie drauf stehen können. Das ist auch gefährlich. Das ist, also wenn ich jetzt mein ganzes Leben so aufgebaut habe, dass ich unbedingt Professor für Neurobiologie werden will und dann habe ich alles getan, jahrelang auf alles verzichtet, dass ich endlich Professor für Neurobiologie bin, dann habe ich meine 150 Originalpublikationen geschrieben und meine ganzen Drittmittelaufträge und alles erledigt und dann bin ich auch noch auch der Chef von so einem Institut für Neurobiologie und dann kommt plötzlich jemand und berührt mich und ich bemerke, dass das, was ich da tue, gar nicht das war, was ich mal wollte, als ich Biologe geworden bin. Dass ich da inzwischen Ratten in Scheiben schneide oder Rattenhirne in Scheiben schneide und Versuche mache, wo ich gar nicht weiß, warum ich die überhaupt machen soll. Und wenn ich dann anfange, daran zu zweifeln, dass das alles in Ordnung ist, also wenn ich das zulasse, mich so berühren zu lassen, dann stelle ich ja alles in Frage, was ich seit 40 Jahren gemacht habe. Und das ist für manche Menschen dann so, als kommt einer und verlangt von ihnen, dass sie sich die Beine amputieren. So empfinden die das auch. Und deshalb lassen die keinen an sich ran. Und bleiben lieber das, was sie sind und manchmal sogar, obwohl es sehr schmerzhaft für sie ist. Die Familien zerbrochen, die Kinder davon gelaufen. Das Leben ist eigentlich dahin, aber Sie sind immer noch Institutsdirektor und Professor für Neurobiologie. Schwierig. Das sind so die Augenblicke, wo ich dann hier stehe und sage, gut, dass ich nach Tulln gekommen bin. Weil das ist so schön. Wenn man merkt, dass man mit dem, was man sich da so angeeignet hat, das kommt ja nicht so von ohne weiteres da, dass man solche Begrifflichkeiten umdreht und so. Das ist ja schon eine schwierige Angelegenheit. Und als ich das plötzlich in der Hand hatte und sagen konnte, da will sich jemand entfalten, dann muss er sich zwangsläufig verwickeln. Und dann darf ich auch noch sagen, das ist uns allen so gegangen. Keiner hat Schuld daran, sondern man verwickelt sich eben, wenn man da rein will. Und dann ist man verwickelt, da kann man sich nicht mehr entfalten. Damit man sich weiter entfalten könnte, müsste man sich entwickeln. Und dann habe ich solche Leute wie Personalentwickler in Unternehmen. Und dann kann ich die plötzlich fragen, sage, aha, Personalentwickler sind Sie und wovon wollen Sie Ihre Mitarbeiter befreien? Das ist entwickeln. Plötzlich kriegt das eine ganz anderen Anstrich und eine der schönsten Initiativen, die wir als Akademie jetzt im Augenblick voranbringen, die heißt Entwicklungshelfer. Und das ist völlig verrückt, weil diejenigen, die anderen beim Entwickeln in diesem Sinne helfen könnten, das wäre auch für Tull nochmal eine schöne Initiative, das sind ja diejenigen, die noch nicht so verwickelt sind. Also wenn sich Verwickelte gegenseitig helfen wollen, das wird ja nichts. So, also muss man jemanden finden, der noch nicht so verwickelt ist. Und jetzt halten Sie sich bitte alle fest, diejenigen, die sich dafür am besten eignen, sind unsere Kinder. Das ist der helle Wahnsinn. Die Kinder könnten Entwicklungshelfer für die Älteren sein, die sich schon verwickelt haben. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, das ist alles schon da.
diese evangelische Gesamtschule Berlin-Mitte, die hier schon ein paar Mal genannt worden ist, wo wir dann auch die Schule im Aufbruchbewegung daraus herausgebildet haben und wo ja auch in Österreich ein Abzweig dieser Schule im Aufbruchbewegung sehr erfolgreich unterwegs ist. Da gibt es in dieser Schule Schüler in der 11. Klasse, die haben eine Schülerfirma gegründet und die machen Fortbildungen für Lehrer und Führungskräfte. Ich habe so einen Rückmeldebogen von der ersten Führungsetage der Deutschen Bahn gelesen, bei denen waren die da in Berlin, in diesem Hochhaus. Und da stand dann drin, sie hätten als Führungskräfte wären schon lange Führungskräfte und so, und nicht nur bei der Deutschen Bahn, auch woanders. Aber so eine Fortbildung hätten sie in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt. Weil sie seien hier plötzlich mit Fragen konfrontiert worden, die hätten sie sich noch nie gestellt. Und es hätte auch nichts genützt, darauf nicht einzugehen, weil die Schüler derartig klar waren in der Frage, dass die auch nicht ausweichen konnten. So, und dann mussten die sich entwickeln. Ja. Und das sind schon schöne Dinge. Also da, und da passiert sehr viel. Und vielleicht kann man es sogar so, wenn man genauer hinguckt, so herausdestillieren, dass wir fast spüren können, dass jetzt eine junge Generation am Heranwachsen ist, die das erste Mal in der Lage ist, auf eine ältere Generation zu treffen, wo die Älteren bereit sind, von den Jüngeren zu lernen. Wo die als Entwicklungshelfer annehmen. Das ist das, was Greta und ihre Friday for Future-Bewegung macht. Die hält uns sozusagen als Erwachsenen einen Spiegel vor, der ist eine Entwicklungschance. Dass wir uns aus diesen Gedankenmustern, die uns da in diese furchtbare Situation geführt haben, wo wir immer nur reden und nichts zustande bringen, die uns da unter Umständen auch wieder raushelfen, weil wir dann ja doch spüren, wir müssten mal langsam Verantwortung übernehmen für unser eigenes Handeln. Und das ist großartig. Das ist eine neue Generation, haben wir in dieser Form noch nie gehabt. Ich darf jetzt die letzte Frage des heutigen Abends stellen. Mit welchem Gefühl verlassen Sie Thulen heute Abend? Mit einem sehr guten Gefühl. Es ist auch ein bisschen Wehmut, weil ich mich jetzt mit meiner Frau hier in Thulen gerade angefangen habe, wohlzufühlen. Es hat heute den ganzen Tag geregnet. Ich hätte Thulen auch gern noch mal bei Sonnenschein erlebt. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie eine zauberhafte Stadt haben. Also wenn man so von außen sieht, Sie sehen das nicht. Wenn man von außen kommt, muss man sagen, das ist eine zauberhafte Stadt, diese Donau und auch die Art und Weise, wie sie ihre Stadt so an diesem Ufer entlang gestaltet haben, ist grandios. Dann wird man überall dann zu diesen Gärten geführt. Also man kann gar nicht anders, als dass man plötzlich durch parkähnliche Anlagen läuft, um dann über die Garten anzukommen. Und das ist nochmal ein besonderer Schatz mit diesen Garten. Und da würde ich gerne noch in Zukunft länger mit Ihnen darüber nachdenken, wie Sie sich noch viel stärker mit dieser Idee und diesem Bild des Gartens, den Sie hier bestellen, identifizieren können. Dass das so ein bisschen das Merkmal dieses Gemeinsamen in der Stadt Thulen wird, dass es sich auf das richtet, sich gegenseitig zu beweisen, wie man mit sehr viel Kompetenz und Umsicht und Wissen und Erfahrung und auch Mut zum Neuen einen Garten gestaltet. Und das habe ich heute da gesehen. Da ist dieser Typ, der da mit uns da durchgegangen ist. Bei Regenwetter waren wir die einzigen beiden Gäste bei der Führung. Der hat uns das gezeigt und das ist grandios. Da haben Sie einen Schatz, den haben Sie überhaupt noch nicht so richtig ausgebuddelt. Also, und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und dann komme ich, wenn Sie den ausgebuddelt haben, komme ich nochmal wieder. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Hütter. Ich darf mich anschließen. Ich glaube, ich darf das auch aussprechen. Sie sind jederzeit wieder gerne hier willkommen und wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen. Danke für diesen spannenden Abend. Bei allen Verwicklungen, glaube ich, kann man auch sagen, Sie haben uns im positiven Sinn um den Finger gewickelt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel hängen geblieben, aber im positiven Sinne. Vielen, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf auch Ihnen danken. Danke fürs Kommen. Darf Sie auch noch hinweisen auf die Homepage www.stadtdesmiteinanders.at. Dort finden Sie nicht nur alle Informationen, auch noch zum heutigen Abend, zu Veranstaltungen. Dort erfahren Sie auch, wie Sie sich einbringen können, wie man dieses Miteinander eben auch in der Praxis leben kann, aufeinander zugehen, auch dem anderen ein Lächeln schenken. Ich bedanke mich fürs Kommen und wünsche Ihnen und Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Applaus